wird das sein. Genau, irgendwie so wird das sein. Hallo und herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge Divinity Original Sin. Wir schauen uns mal... Ich hab den Weg zur Kirche gefunden. Ja, das ist schön. Ich wollte mir aber hier diesen bösen Feuer... Was ist das denn? Die durch Feuer zusammengeschweißten Zwillinge haben wir hier. Stufe 8. Bewacht von verkohlten Knochen... Pikenieren. Ich glaube, das schauen wir uns später an. Du meinst, weil dahinter auch noch ein Stufe 8 verkohlter Knochengötze ist? Ja. Der so riesig ist wie der ganze verdammte Bildschirm? Ich habe ihn gar nicht als Gegner angesehen. Ich kann halt angreifen, ne? Das ist gar kein Gegner, das ist, der steht ja nur so. Der atmet. Okay, wir gehen. Also ich meine, mit dem weiß glühenden Wünschelwanderer ist auch wieder so eine W-Alliteration. Der weiß glühende Wanderer? Ja. Das war jetzt nicht der Willi, der wohlbehütete Wünschelbrunnenweibler. Ja. Ja, dann also hinter die Kirche, in die Kirche, um die Kirche, sagst. Genau. Das wäre jetzt so der Plan. Wäre er das? Ja. Na, wenn du das sagst. Unterwegs finden wir wieder noch eine Sache. Was ist denn? Einfach nur ein Grab. Ich würde mir nichtsdestotrotz vorher die Geister hier anschauen wollen. Was? Was für Geister? Die paar Dutzend da. Es sind ja nur... Hey! What the heck? Oh, Leute. Nicht alle durcheinander jetzt hier. Schön einer nach dem anderen. So wie wir das alle gelernt haben in der Schule. Genau, jetzt Maul gehalten. Brav. Seid ihr hier, um Ebenezer dabei zuzuhören, wie er über die Vorzüge von feinem Wein und freier Liebe schwadroniert? Es macht einen nicht schlauer, aber es ist unterhaltsam. Wer seid ihr, Geist? Oh, ich könnte euch das jetzt in einer langen, langen Monolog erklären. Ich bin nur ein rastloser Geist, der sich nach ewiger Ruhe sehnt. Ich habe ein tugendhaftes Leben geführt und sehne mich nach ewiger Ruhe und nach der Halle der Seelen. Ach so, Fun Fact nebenbei. Ich habe gehört, dass die Adaption, also die Konsolen-Variante von dem Spiel ja vollständig vertont sein soll. Ich sag nur. Wie groß ist die dann? 420 Gigabyte? Keine Ahnung. Das habe ich so nebenbei irgendwo mal gehört. Ist ja auch egal, erzähle mir von Ebenezer. Aus irgendeinem Grund weigert er sich, in die Halle der Seelen des Jenseits zu gehen. Er ist davon überzeugt, dass wir nicht verflucht wurden, sondern mit einem ewigen Reben in Rivellon gesegnet sind. Die meisten von uns tut der arme Teufel leid. Du hörst dich gerade etwas komisch an, etwas pusterig. Ja, das mag sein. Erzähl mir mehr über die Halle der Seelen. Wenn wir ankommen, dann erwarten uns die offenen Arme all unserer verstorbenen Freunde und Familienmitglieder. Ich kann mir kein großartigeres Ereignis vorstellen. Das klingt toll. Tschüss. Ich würde gerne mit Ebenezer sprechen. Ach man, muss das sein? Ja. Da hinten steht nämlich eine Kiste, die sie uns nicht überlassen werden. Ein Sterblicher! Euch muss ich bestimmt nicht erklären, um wie viel es besser ein Leben oder ein Tod hier in Rivellon ist, verglichen mit der furchtbaren Unendlichkeit in der Halle der Seelen. Natürlich! Moment, lasst mich nur zu Ende mit euch handeln. Warum spukt ihr Geister hier herum? Keine Ahnung. Wir sind nicht bestimmt die einzigen schifflichen Sizilianer, aber in letzter Zeit ist irgendeine seltsame Magie am Werk. Die Toten weigern sich einfach tot zu bleiben. Wir waren alle an Bord eines Schiffes von Arata nach Sicil, aber bei unserer Rückkehr hat uns der Leuchtturm sein leitendes Licht versagt. Wir liefen auf die Felsen auf und wurden in die stürmischen Wellen geschleudert.
Hast du gehört? Ja, habe ich. Also müssen wir die Frau suchen. Du meinst die, die mir gerade hier vor der Lettichte rumspaziert und mit ihren Armen irgendwelche komischen Bewegungen macht? Das sehe ich nicht. Schön. Na okay. Und wer seid ihr? Mein Name ist Ebenezer. Freut mich, euch kennenzulernen. Ihr habt wahrscheinlich bereits einige traurige Seelen hier getroffen, aber zu der Sorte gehöre ich bestimmt nicht. Zu meinen Lebzeiten galt mein Interesse weichem Leder, den Weinen des Südens, sonnigen Nachmittagen und üppigen Begleiterinnen. Jeder Sinn war eine Quelle neuer und bekannter Freuden und ich habe mich ihnen allen hingegeben. Oh mein Gott, er hat Quelle gesagt. Verbrennt ihn! Zugeben, dass ich mir als Geist viele dieser Freuden entziehen, aber Revelon schmeckt noch immer mehr nach Leben, als die Halle der Seelen es jemals könnte. Es macht jedoch nur halb so viel Freude, wenn man seine Abenteuer nicht mit einem begierigen Zuhörer teilen kann. Ach, was würde ich dafür geben, meinen kleinen Freund wiederzufinden? Der beste Zuhörer, den ich jemals hatte. Wer ist euer kleiner Freund? Das Schiff, das gesunken ist und uns alle in Geister verwandelt hat, war das Zuhause eines liebenswerten alten Katers namens Oscar, der sich nachts stets auf meinem Kissen zusammengerollt hat. Wir haben manch stürmische Nacht gemeinsam verbracht, während ich sein Kinn kraulte und ihm von meinen jugendlichen Heldentaten erzählte. Haben wir Oscar nicht sogar schon gesehen? Ich überlege auch gerade. Nein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Katzen zu Geistern werden, nachdem sie gestorben sind, denn ich kann das kleine Fellknäuel hier nirgends entdecken. Oder der Glückspilz hat es geschafft, das Unglück zu überleben. Er war schon immer ein gerissener Zeitgenosse. Ich bin da mal weg. Ja, bis dann. So. Claudia. Wie ist die Claudia? Meine Mutter würde mir eine Standpauke dafür halten, dass ich hier stehe und dem alten Ebenezer dabei zuhöre, wie er die Götter verspottet. Aber was kann ein Geist den ganzen Tag anderes tun? Immerhin Wer seid ihr? Ist er einer von uns. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Claudia. Alles Wer gut. Wer ich bin, fragt ihr, nachdem ich ausgesprochen habe, ja? Wer seid ihr? Danke. Geist. Mhm. Verstehst du? Geist. Ja. Geist? Ja. Könnte ich nur wieder zur See fahren. Zur See fahren und den Rausch des Lebens genießen. Erzähl mir von Ebenezer. Aus irgendeinem Grund weigert er sich, in die Hallen der Seelen ins Jenseits zu gehen. Er ist davon überzeugt, dass wir nicht verflucht wurden, sondern mit ewigem Leben, das haben wir schon einmal geklärt. Aber egal, ich erzähl's euch immer wieder gerne. In Rivelon gesegnet wurden. Den meisten von uns Erzähl mir das mehr über die Halle bla, der Seelen. Bla 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 bla. Bla bla bla. Ja, das Reich der Toten. Wenn dieser Fluch nicht wäre, wären wir jetzt seit über einem Jahrzehnte dort. Bye. Hi. Ja, in Ordnung. So. Lasst mich einfach hier stehen, als hättet ihr mich wir gar haben nicht noch gesehen. Brandon, das ist vollkommen Quentin in Ordnung. Franziska, ja, nee, ihr Franziska braucht auch nicht mit mir reden. Ist vollkommen okay. Nicht wieder mit Feuer um dich schmeißen. Ja, da ist eine Truhe. Vielleicht sollten wir die Truhe in Ruhe lassen. Vielleicht gibt er uns den Schlüssel dafür. Nein, er ist ein Skelett. Wie soll er uns einen Schlüssel geben? Also aber die Truhe hat keinen Namen. Warum sollte man uns einen Schlüssel für eine Truhe ohne Namen geben? Richtig. Weil nur Truhen mit Namen einen Schlüssel haben. Klingt sinnvoll. Au, warum habt ihr das getan? Würdet ihr bitte etwas Vorsicht walten lassen, wenn es euch möglich ist? Ja, sorry, Franziska. Gut, mal gucken, was ich gefunden hab. Ja, guck mal, was du gefunden hast. Ein nicht identifizierter Zweihänder. Flammenschwert der Lebenskraft. Okay, das klingt nett. Wie gesagt, ein Zweihänder. Und jetzt kommt's, Kettenarmschienen des Skelettschlüssels. Taschendiebstahl plus 1, Schlösserknacken plus 1. Mhm. Erfordert starke 8.
Ich gebe es dir einfach mal. Ja, aber ich habe keine Stärke 8. Das kannst du ja ändern. Ich habe Stärke 5. Ja und? Hör auf zu heulen. Wir hart trainieren. Wogegen kämpfen wir? Ah! Da hinten. Da unten. Und toter Kampfmagier. Und ein Explosivskelett. Hey, wenn du das jetzt tot kriegst, dann explodiert der Kampfmagier in dem Fass, das daneben ist. Das ist ein bisschen weit weg, oder? Ja, ein bisschen arg weit weg. Aber Bärdotter schafft das. Die sind eigentlich so arg weit weg, dass wir uns noch nicht mehr die Mühe machen müssen, hier irgendwie... Aber es wäre cool, weil wir dann das gleich erledigt haben, die Hälfte der Gegner. Nur das Explosionsskelett töten. Schon recht, schon recht. Natürlich habe ich das. Also, bitte. Das ist für eine Frage. So, ach toll. Und jetzt kann ich ihn natürlich wieder nicht mehr. Es ist doch zum Kotzen. Irgendwas, was wir da sinnvollerweise hinjauchen können. Jetzt bist du ein verlangsamender Pfeil. Einen verlangsamenden Pfeil brauchen wir auch nicht. Bärdotter! Satz mit X. In bester Robin Hood-Manier hat sie es versucht. Oh, da sind auch noch zwei Stufe 8 schreckliche Zombies. Insgesamt eine ziemliche Kolonne hier. Oh, sind drei schreckliche Zombies. Ich habe ihn getroffen. Ja, das kann man. Das hast du gesehen, als Erfolg, ne? Verbuchen. okay, kann ich hier irgendwas? Die sind alle ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg. Wenn ich da etwas näher heran. Vielleicht. Schaffe ich es, einen zu unterkühlen. Cool, ja. Oder? Das ist auf jeden Fall super. Wetten, der legt dich um. Uns alle, meintest du? Alter, der hat mich fast getötet. Ja, hat er. Nehme nicht an, dass ich jetzt dem Drang nachgeben darf, hier einfach irgendwie ein Streichholz anzuzünden. I dare you. Das muss wirklich nicht sein. Ich komme auch nicht, ohne vergiftet zu werden, hier rum. Natürlich nicht. Hoppi Hoppi Reiter. Genau. Ach Gott. Ziomon ist tot. Ja. In der Tat ist er. Das ist ja unangenehm. Gerade so ein Feuermagier bei dem ganzen Gift wäre sehr sinnvoll gewesen. Ja, es muss halt ohne gehen. Jetzt hast du ihn wieder geheilt. Was? Ja, nicht habe ich. Der nimmt sich Zeit zum Überlegen. Die brauche ich auch. Eindeutig. Und tote Kampfmagier. Ja, der sieht uns nicht und wir sehen ihn nicht. Hä? Er ist dran. Ja. Hä? Was war das denn?
würde ja sagen, Sium und könnte jetzt einiges reißen, aber den wiederbeleben ist auch Quatsch. Da jetzt so ein Feuerball drauf. Ja. Bärdotter. Da jetzt so ein Feuerball drauf, ne? Ja? Hm. Ich hatte mir mehr erhofft. Ja, ich habe irgendwie auch gedacht, dass die so in einer fulminanten Wolke aus Rauch, Staub, Tod und Verderben vergehen, aber irgendwie nicht. Nö. Nö. Aber warte mal, warte. Ich revidiere, warte nicht. Na gut, versuchen wir einfach mal sowas. Was? Verbrennung. So. Der lässt sich wieder sehr viel Zeit. Der Taktiker wieder in der Gruppe, ja. Das ist so, der observiert halt einfach das Feld, ne? Der zieht so im Hintergrund die Strippen mehr. Der Fädenzieher. Ja, absolut. Ja. Hat er genug nachgedacht? Ich glaube, bleiben beide meine Charaktere tot. Das wäre jetzt der Fall. Keine Angst. Ich wupp das. Ja, fear not, noble lady. Du machst so, das jetzt, schon. Ja, mir ist warm und jetzt pass auf. Ich bin gespannt. Die Schriftrolle der spontanen Selbstentzündung. Na, war das nicht ein Husarenstück von mir wieder? War das nicht ein Geniestreich sondergleichen? Ich bin entgeistert. So. Das habe ich noch ein bisschen verbrannt hier, aber das macht nichts. Das ist vollkommen in Ordnung. Gehörte fast schon zum Plan. Verstehe gar nicht, warum du lachst. Und ich erst. Ja, das sieht gar nicht so gut aus, würde ich sagen, oder? Das sieht so aus, dass wir das definitiv verlieren werden. Okay. Erstmal schön die Situation überblicken, da hat er ganz recht, der Mann. Das ist kein unüberlegter Schritt, ne? Das ist schwierig. Nee. Deswegen funktioniert das hier vorne an der Front auch so gut. Richtig. Nur weil er dahin steht und das taktiert. Einer muss es halt durchdenken. Einer muss ja. Von hinten die Befehle brüllen. Telepathisch. So. Ja. Nur aber. So. Ich kann ein Ziel blenden, wenn ich das möchte, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, inwiefern mir das helfen wird. Da jetzt. Ja, blinde Ziele sind besser. Schlage. Das hat aber schon was gebracht insgesamt, oder? Kannst du da vielleicht mal kurz nachrechnen? Bitte was? Versuch das nochmal. Ja. So weit, so gut. Diese Windsträhne hier, da dürfen wir jetzt nicht aufhören. Genau. So haben wir das vorgestellt. Zwei Stufenaufstiege für Bärdotter. Das ist solide. Das ist ganz okay. So.
Sehr schön. Ja, siehst du, jetzt ist schon schwieriger da vorne, sich noch eine vernünftige Taktik zusammenzulegen. Ja, das braucht deswegen auch länger. Viel länger. Ist gar nicht mal so einfach. Mit den Füßen im Feuer und den Haaren im Wind. So, na dann werde ich jetzt einfach mal die Gunst der Stunde noch nutzen und da so völlig... Ah, da hat das Gift jetzt gerade gar nichts gemacht. Das ist ja unangenehm. Tja. Aber so kann das doch weitergehen. Also abgesehen davon, dass zwei unserer Leute tot sind. Ja, abgesehen davon, dass wir völlig versagt haben, läuft das großartig. Ja, ne? Dafür, dass wir völlig versagt haben, leben noch ziemlich viele. Ach so, er ist wieder am Taktieren. Ich habe mich schon gewundert, warum macht ihr denn nichts? So, ich könnte jetzt natürlich runterrennen und das Viech hier unten zerhackstückeln, aber dann ist ja der Kampfmagier auch noch da. Tja, das ist... aber der macht ja nichts, der überlegt ja nur. Ist eher so der Denker der Gruppe, ne? Denker der Gruppe. Absolut. Ja, er trifft aber auch immer wieder, ne? Das muss man ihm lassen. Ist schon so ein kleiner Robin Hood. So ein Wilhelm Tell. Wilhelm Tell ist eher so die Bärdotter. Schießt ihm halt den Apfel vom Kopf. Was das bringt, bleibt abzuwarten. Halt, ne? Eher so die Kunstschützin. Eher so. Definitiv. Hab ich jetzt keine Punkte bekommen dafür, weil ich tot war? Ja, du kriegst, wenn du tot bist, keine Erfahrungspunkte. Das ist ja unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Es ist natürlich für die mich Sache, kleine Glaskanone, dass ich mich nicht über dieses Feld bewegen kann, um meinem Gegner ins Auge zu sehen. Aber gucke mal, ich kann hier hinten rumschleichen. Na, Moment, vielleicht hätte ich vorher einen Heiltrank nehmen sollen. Nun gut. Aber der macht doch nichts, der denkt doch nur. Das oh, da war er schnell. Da hat er schnell gedacht, die Runde. Auf jeden Fall. Was? Muss man schon sagen, das ist so ein richtiger kleiner Think Tank. Vielleicht hat er die Aufgabe, sich nicht zu bewegen und einen Zauber zu werfen und wir sind nicht in Reichweite. Das könnte sein. Oder auch nicht. Okay. Da muss er erstmal drüber grübeln. Ja. Das ist ja eine verzwickte Situation. Aber auch ihn. Vertrackt hier auf diesem Schlachtfeld. Das ist auch nicht kann man einfach. Nicht anders. Wirklich sagen. Nicht einfach. Du machst das ganz großartig da oben, Geist. Toll. Oh. Ach. Na, schau mal einer, guck, wer sich da bewegen kann. Und so weit auch noch, nachdem er gezaubert hat. Ja. Ich stehe so lange hier und warte, was passiert. Der untote Kampfmagier mit Verbrennung 1. Ja, die Bärdotter hat Verbrennung 2, ne? Bärdotter hat Verbrennung 2, ja.
Ja, die wartet nur darauf, richtig. Asche zu werden. Quasi. Ja, ja. Au. Au. Dass Bär dort noch lebt, ist auch mehr als ein Wunder. Naja, die Verbrennung wird das dann halt nächste Runde besorgen. Ne? Leben ist auch nicht das Wort der Wahl. Ne? Ah. Könnte man natürlich versuchen, ihn noch mitzunehmen. Haben wir so viele Heilschriftrollen? Ja, wir haben ja 7 gekauft. Ach, 7? Na dann. Tschüss, Bärdotter. Das war schon so ein bisschen fies. Tschüss. Ja. Ja. Und nu? Steh auf, Regenmann. Ah, oh Gott, heiß. Ah, oh Gott, heiß. Ah. Du musst. Ja. So, ich musste erstmal alle Heiltränke trinken, die ich hatte, um dagegen zu halten. Toll hast du das gemacht. Ja, ne? Aber wenn ich was kann. Toll. Schluck auf hier. Bärdotter? Quatsch. Geist? Ja, Geist ist gerade am Leveln. Könnte Geist zuerst die Leute wiederbeleben? Achso. Stimmt. Ja, er hat ja keine Schriftrolle. Oder kann ich ihn vielleicht heilen? Erwache! Erwache. So, Ah ja, genau. Wer dort ist der obere Ascheklumpen. Die Arme. Die hat den Stufenaufstieg zwar noch mitbekommen, aber... Was machst du da genau? Das Ziel ist blockiert. Bin mir nicht so ganz sicher, warum. Kannst du auf ihr Porträt zielen? Wählt das Ziel, um zu teleportieren. Aber ich teleportiere ja gar nicht. Ich habe doch eine Wiederbelebungsschriftrolle. Gib die mir mal. Ja, okay, cool. Da. Wie spät ist das eigentlich? Inwiefern? Zwecks der Folgenzeit. Du kannst damit zeigen, wo du sie hin wiederbelebst. Ach so. Zwecks der Folgenzeit. Zwecks der Folgenzeit kann ich dir genau sagen. Und zwar ist es justamente 1 Minute vor um. Also vor Folge ist um. Na schön. Ja, und das war gerade laut. Dann können wir ja Schluss machen und diese elendigliche Farce, die diese Folge war, beenden. Nein. Vorher buddeln wir natürlich noch Zombie-Keiler aus. Ich dachte mir, die Minute müssen wir noch nutzen. Ich könnte sagen, upsi. Oder dass es mir leid tut, aber das wäre ja auch gelogen.
Außerdem, die Erfahrungspunkte brauchen wir, um aufzusteigen. In der Tat, dann lass uns noch einen Keiler umkeilern. Ich geh mal kurz. Ja, genauso. Aber Geist macht das. Nicht. Dann nicht. Ich Geister in diese massive Giftwolke stelle. Ja, aber guck mal, das hat uns 1500 Erfahrungspunkte gebracht. Na. Dann das jubilieren wir doch. Brauche ich nur noch 5000 weitere. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.